Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Bonhard 300 – feierliche Eröffnung der Sammlung Erbe der Donauschwaben. Die Hausschlange – Buchvorstellung in Feked. Deutsche Musik- und Tanzvorführungen – Ungarndeutscher Nachmittag in Gereslach. Drei Periode, drei Zimmer, Heimatmuseum in Udvar. Im Bonhader Kulturzentrum haben wir mit einer Eröffnung zwei Ausstellungen gleichzeitig besichtigt. Eines ist auf Roll-Ups ausgestellt und hat das Erbe der Donauschwaben verarbeitet, das andere ist eine Gemäldeausstellung von Paul Umenhofer mit dem Titel »Schwäbische Palette«. Susanne Lohn, Chefredakteurin der Bonhader Nachrichten, begrüßte die Teilnehmer der Ausstellung mit ihrer Rede. Der Anlass war eine der Stationen der Programmreihe zum 300-jährigen Jubiläum der Wiederbesiedlung von Bonhard darstellt. Es ist eine Leihausstellung und das ist für uns sehr gut, weil diese in 19 Tafeln praktisch die ganze Geschichte der Ungarndeutschen vom Anfang des 17. Jahrhunderts, als sie von Deutschland losgegangen sind und in die unterschiedlichsten Ecken der ganzen Welt wanderten, also um die nach Ungarn gekommen sind und ganz genau die in die Schwäbische Türkei gekommen sind. Die Schwäbische Türkei ist Südungarn, Südtransdanubien, heute die Komitate Tolna, Boronja, Somogy, Tolna, Obranau, Somodai, um es auch deutsch zu sagen. Viele wissen nur, dass sie unter Maria Theresia gekommen sind, aber viel, viel früher sind auch schon welche gekommen. Die nach Bonhard gekommen sind, das waren in erster Linie Katholiken. Später sind dann aus den umliegenden Dörfern auch Protestanten eingewandert. Der Name Schwäbische Türkei zeigt die enge Verbindung der Deutschen zu der Region, die im 17. Jahrhundert Türkei genannt wurde. Der ungarische Name wurde ins Deutsche übersetzt und das Adjektiv Schwäbisch hinzugefügt. Két évvel ezelőtt ugyanúgy ünnepelt a 300. évfordulóját, mint most Bonyhád, amit szeretettel köszöntök minden bonyhádi embert és minden olyat, aki ezt meg is ünnepli. Der in der 9. Generation schwäbischstämmige Künstler aus Hojos sagte, in den 50er, 60er Jahren konnten Deutsche und Schwaben in Ungarn ihre Traditionen und ihre Muttersprache nicht benutzen. Az életemet festettem meg tulajdonképpen a gyermekkori valóságot, a 50-es, 60-as éveknek a schwab, hajósi schwab kultúráját. De amikor festek egy disznóvágást, és bocsásson meg, hogy egy pillanatra kitérek, vagy egy nyári cséplést, akkor vagy egy tánc motivumot, vagy koreográfiának egy kis apró szegletét, akkor elmondhatom azt, hogy ez tulajdonképpen az ország összes schwabjának az eseményeit mutatja. Egy fonó is, ahogy már mondtam, egy cséplés, meg sok más esemény. Tehát ezek mind olyanok, hogy ezek egyformán zajlottak ugyanabban az időben, az 50 és 60-as években. Tehát amiket elhoztam az hajós svábságának, az 50 és 50-es és 60-as évek kultúrája, de van egy-két személyes dolog is. Tehát a sváb család például. Tulajdonképpen használok fekete-fehér fotókat, de ez nem jellemző. Thank you.
Karl Ummenhofer hielt es für sehr wichtig, diese Bräuche zu malen, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Derzeit im Krankenhaus behandelte Maler wurde unter der Öffnung mit dem Krankenwagen dahin geliefert. Unsere Redaktion wünscht Ihnen eine baldige, vollständige Genesung. Die bewegliche, aus mehreren Teilen bestehende Sammlung wurde vom Ulmer Donauschwäbisches Museum zur Verfügung gestellt, in dem die Momente der Einwanderung und Besiedlung verarbeitet wurden. Das gesamte Material kann man bis zum 28. März in der oberen Ausstellungshalle des Kulturzentrums besichtigt werden. Danach wird es in Kroatien vorgeführt. In Feked wurde die in deutscher Mundart geschriebene Geschichte »Die Hausschlange« von Robert Becker vorgestellt. Die Diskussion über das Buch wurde von Zoltán Schmidt, dem Leiter des Regionalbüros der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Fünfkirchen geleitet. Die Buchvorstellung wurde von zahlreichen Interessenten aller Altersgruppen besucht. Robert Becker, der Autor der Geschichte, schreibt schon mehrere Gedichte. Er schreibt auf Deutsch und Ungarisch und seine Werke sind in deutschen Anthologien und Zeitschriften erschienen. Der Autor sprach über sein neues Buch. Der Titel ist Die Hausschlange und es geht um eine alte Geschichte, wonach man die Hausschlange, wenn sie zu Hause auftaucht, nicht töten darf. Das ist so eine Sage oder weiß nicht, bei uns im Dorf gewesen. Und ich habe das umgeschrieben, weil im Original heißt es, dass ein kleines Mädchen auf der Türschwelle gesessen hat und hat gefrühstückt, hat eingebrockte Milch gegessen. Und die Mutter hat in der Küche gehört, dass das Mädchen immer sagt, eins dir, eins mir, eins dir, eins mir. Und dann hat sie geschaut, da war eine Schlange, die das Mädchen gefüttert hat. Und die Mutter hat dann in ihrem Schreck diese Schlange getötet. Und daraufhin ist dann das Mädchen auch gestorben, kurz darauf. Also bei mir in diesem Märchenroman, das klingt positiv aus, also es kommt nicht dazu, dass das Mädchen stirbt. Es ist auch schon ein größeres Mädchen, die ist so 12 Jahre alt, Anna heißt sie, sie ist die Hauptheldin und die Hausschlange, die sie kennenlernt und gemeinsam müssen sie durch manche Hindernisse zum Schlangenkönig, der einen Fluch bricht und so bleiben sie beide am Leben. Also da gibt es dann mehrere Gestalten noch, die auftauchen im Märchen. Eine Eule, eine Eidechse, der Räuber Milos und dann halt auch der Schlangenkönig. Ja. Während der Vorstellung des Buches Die Hausschlange sprach Zoltán Schmidt, Leiter des Regionalbüros Fünfkirchen, mit dem Autor. Die Buchpräsentation fand in Feked statt, einer Gemeinde, wo das Ungarndeutschtum noch präsent ist. Außerdem spielte die persönliche Bindung eine wichtige Rolle. Dieses Buch wird hier in der Branau, in der Baranya, zum ersten Mal vorgestellt. In Budapest wird noch eine Buchvorstellung, aber die allererste Buchvorstellung ist hier. Wir haben einen Ort gesucht, wo wirklich noch Schwaben wohnen und die Mundart auch verstehen, weil Hochdeutsch ist schön und gut, aber diejenigen, die Mundart verstehen, das ist noch vielleicht hier in Feked. Und der Dichter, der Schriftsteller Robert Becker, seine Partnerin stammt auch aus Feked, ich stamme auch aus Feked und dann hat sich es ergeben, dass wir das hier organisieren. Naja, und dann das Übliche, es wurden E-Mails und sowas weitergeschickt an die deutsche Selbstverwaltungen hier in der Branau, auch in der Schomodai, aber auch noch in die Tolna und in die Bačka, also diese südungarische Regionen. Ein Buch wie dieses kann allen Altersgruppen gefallen. Seine Besonderheit ist, dass es in der Mundart geschrieben ist und so trägt es zur Bewahrung der ungarndeutschen Traditionen bei. Für alle Junggebliebene, also es können Kinder sein, aber ich denke, es ist so geschrieben, ich habe so Verseinlagen auch angebracht an vielen Stellen und ich denke, es kann Spaß machen und es gibt auch ein bisschen Spannung drin und so.
Und ich denke, auch so alte Leute wie ich, der es geschrieben hat, können noch Spaß dran haben. Obwohl das Buch nicht in Hochdeutsch, sondern in der Mundart geschrieben ist, zog es viele Besucher an. Solche Werke geben Jugendlichen eine Möglichkeit, diese Form der deutschen Sprache zu erwerben. Weil das unsere Kultur ist. Nicht nur tanzen und singen, das ist natürlich auch unsere Kultur, aber und dichten und Gedichte zu schreiben gehört auch dazu. Aber ich glaube, das ist eine besondere Sache, dass man, dass er, Robert Becker, nicht nur in Hochdeutsch schreibt, sondern auch in der Mundart. Und das ist ja die, unsere Ursprache, weil die hochdeutsche Sprache haben wir in der Schule gelernt. Alle in der Schule, aber die Mundart, das Schwäbische, das kommt von Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass diejenigen wenigen, die das noch sprechen und verstehen, dieses Buch lesen oder das Hörbuch anhören können und auch hierher kommen zur Buchvorstellung. Die Mundart spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der ungarndeutschen Traditionen. Die Feceder versuchen auch, die Traditionen der Sprache neben dem Tanz- und Musikerbe weiterzugeben. Im Gemeindezentrum in Gereslak wurde bunte ungarndeutsche Produktionen präsentiert. Zum ersten Mal veranstaltete die deutsche Selbstverwaltung einen ungarndeutschen Nachmittag. Sie möchten in der Zukunft mehr ähnliche Programme organisieren, da die Kultur der Ungarndeutschen im Dorf eine zentrale Rolle spielt. Am zweiten Samstag im März wurden im Gereslak ein Kulturprogramm und ein Ball organisiert. Unter anderem präsentierten Schul- und Kindergartenkinder dem Publikum, was sie bisher gelernt hatten. Heute haben wir einen deutschen Nationalitäten-Nachmittag organisiert. Wir möchten die Grundschulkinder, die Kindergartenkinder und die Erwachsene-Tanzgruppe eine Vorstellungsmöglichkeit anbieten. Und heute könnten Sie alle zeigen, was Sie in diesem Schuljahr oder voriges Jahr gelernt haben. Die Kindergarten hat sich vorgestellt. In der Grundschule haben wir drei Gruppen, zwei Tanzgruppen. Eine Tanzgruppe von der Unterstufe, andere Tanzgruppe von der Oberstufe und eine Chor, eine Frauenchor. Und die Erwachsene-Tanzgruppe hat sich vorgestellt. Und die Gäste waren heute bei uns die Mädeltrio aus Mohács. Katona Anna, Jonas Dorina und mit Akkordeon hat begleitet Haner Hedi. In diesem Trio haben wir auch ein Gereslaker Linie oder wie soll ich sagen, Dorina Jonas hat auch, seine Eltern waren auch Gereslaker und darum haben wir diese Trio zu uns eingeladen. So können wir sagen, die Gereslaker haben sich jetzt hier in Gereslak vorgestellt. Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal organisiert und war ein großer Erfolg. Das Gemeindezentrum war während der eineinhalbstündigen Kultursprogramm voll mit Gästen. Die deutsche Selbstverwaltung Gereslak hat jetzt zum ersten Mal diese Veranstaltung organisiert und wir wollten auch sehen, wie das heute wird. Ist eine Möglichkeit, das mehrmals organisieren oder möchten die Leute das mal anschauen oder kommen? Und wie ich gesehen habe, war dieser Raum voll. Das hat uns sehr, sehr gefreut und wir haben schon davon gesprochen, dass wir probieren das jedes Jahr einmal zu machen. Nach dem oder vor dem Hefeknödelfest, das ist unsere größte Veranstaltung, muss man auch nur eine kleine sogenannte deutsche Nationalitäten-Nachmittag auch machen. Und die Leute möchten das sehen und das hat uns sehr, sehr gut gefreut. Im Gereslak wird großer Wert auf die Pflege und Weitergabe deutscher Traditionen gelegt und die Kinder des Dorfes werden von klein auf mit der Sprache und den Bräuchen vertraut gemacht. In Grundschule haben wir jeden Tag deutsche Stunde und dort können wir diese Tänze, die Gedichte, die Chor auch vorbereiten auf so einen Auftritt. Und wir haben auch in einem Schuljahr mehrere Auftritte hier in der Nähe und auch in, ein bisschen weiter, zum Beispiel in Székelyszávár oder in Mohács. Und die Kinder, für die Kinder ist eine gute
gemeinsame eine gute Möglichkeit, die ein bisschen lustig oder ein bisschen anders die Wochenende verbringen und nicht immer vor dem Computer sitzen. Und so können die Kinder auch ein bisschen mehr erfahren, mehr sehen und nicht nur in Stufe oder ins Haus sitzen. Der erste nationale Nachmittag wurde am Abend mit einem Schwabenball abgeschlossen. Die Besucher des Heimatmuseums in Udvar können in drei Räumen das deutsche Erbe des Dorfes besichtigen. Neben den Möbeln sorgen auch Gemälde an den Wänden ein besonderes Erlebnis. In dem Haus sind nicht nur traditionelle ungarische Kleidungsstücke und Gegenstände ausgestellt, eines der Räume ist mit neuen Möbeln eingerichtet. Das Heimatmuseum von Udvar hat drei Zimmer. Die Bevölkerung dieses kleinen Dorfes an der kroatischen Grenze war von dem Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich deutsch. Das Haus wurde in 1908 gebaut und der Besitzer hieß Andreas Mehringer. Und also das Haus ist schon älter als 100 Jahre und die Nachkommen haben das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg erst verloren und dann wieder zurückgekauft. Und der letzte Besitzer hieß Franz Iwig, er ist im vorigen Jahr gestorben. 2016, glaube ich, ich habe vielleicht das schon vergessen, aber es sind bald 10 Jahre her, dass wir das erneut haben. Die deutsche Selbstverwaltung hat das im Hande genommen und die Mauer restauriert und die Möbel, die Einrichtung, die ist fast alles originell, so als die Besitzer das benutzt haben. Der erste Raum des Museums ist eine Küche. Neben Tellern und Essmöbeln enthält der Raum auch Schulsachen. Das war früher die vierte Kuchel und wurde früher fast nicht benutzt, weil das Haus richtig groß ist und die Einwohner wohnten meistens hinten. Und da haben wir die Sachen ausgestellt, die die Leute hergebracht haben. Zum Beispiel von der Schule haben wir eine Rechenmaschine, von der Kirche ein Orgel oder sowas, ein kleines Kinderstühlchen und zum Beispiel die schöne Lampe hat auch jemand geschenkt für das Dorfhaus. In einer Ecke der Küche wird auch die ehemalige Funktion des Gebäudes erinnert. Das gehörte alles zu der Post, weil der letzte Besitzer, der Franz Iwig, war der Postmeister, jahrzehntelang in der Gemeinde. Und mit ihm ist auch unsere Post geschlossen worden in dem vergangenen Jahr. Also diese Gegenstände erinnern uns an ihn. Der zweite Raum ist der schöne Stube, wo an der Decke ein Gemälde der Heiligen Dreifaltigkeit zu sehen ist. Man kann auch alte Kleider, Kommoden und ein altes Akkordeon sehen. Jetzt sind wir in der sogenannten vierten Stufe. Das war früher so ein Zimmer, wo die Einwohner nur im Leben vielleicht, als sie geheiratet haben, hereinkommen und als sie gestorben sind. Wenn die Hochzeit war, war das junge Paar hier in der Stube und wartete auf die Gäste. Und als sie gestorben sind, dann sind sie hier aufbewahrt worden. Und in dem Zimmer sieht man, dass hier auch keine Heizung und kein Licht war. Oben im Zimmer ist ein Bild, die Heilig Dreifaltigkeit. Und das gab die Idee, dass wir hier ein Heimatsmuseum einrichten könnten. Und die Wände hat ein sehr guter Meister restauriert. Und sie sind so gemalt, als sie früher waren. Die Möbel sind auch alle noch da, die im 1920 und 30. Jahr hergestellt wurden.
die sind von einem Bäuermeister, einem Tischler gemacht worden. Im letzten Zimmer sind Möbel aus den 1950er Jahren zu sehen. In diesem Zimmer sind Möbel, die schon im 1950er Jahre hergestellt wurden. Und dieses Zimmer war auch schon bewohnt. Da wohnten schon die hier wohnenden Leute. Also das ist schon ein sogenanntes, was Neues, Modernes. Aber die Mauer hat auch der Meister restauriert. Und die sind so hergestellt, als sie früher waren. Im Dorf ist es wichtig, Traditionen am Leben zu erhalten. Mehrere Gruppen von Schulkindern und Kindergartenkindern aus der Umgebung besuchen das Heimatmuseum häufig. Wir sind in der Gemeinde leider nur vielleicht noch 100 Einwohner. Und die hier Wohnenden haben das gesehen. Und meistens, wenn wir ein Dorffest haben, jedes Jahr im Sommer, dann kommen auch noch von den hierigen Leute. Aber es freut uns, dass von hier ausgesiedelt Leute aus Deutschland uns besuchen. Wenn sie nach Hause kommen auf Ungarn, dann telefonieren sie mir und ich komme allezeit gerne her und zeige ihnen das Haus. Und wir haben leider keinen Kindergarten, keine Schule, aber wenn eine Klasse oder eine Gruppe sich meldet, zum Beispiel jetzt kommt bald von Mohács eine Kindergartengruppe und schaut das Heimatsmuseum an. Sie waren schon früher auch mit einer anderen Gruppe hier und es hat ihnen so gefallen, dass sie wiederkommen. Neben den vielen schönen alten Möbeln in dem Heimatsmuseum kann man auch die Initialen des Vorbesitzers an den Türen oder am Tor sehen. Wer sich für die deutsche Kultur interessiert, sollte Udvar unbedingt besuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.